In Teil 8 schauen wir uns an, wie Revit und Sophistic mit Revisionen umgehen. Jeder kennt das. Der Plan ist verschickt, die Stahlliste ist erstellt und eine Änderung wird erforderlich. Das ist unser Plan. Wir nehmen an, dass wir ihn fertiggestellt und verschickt haben. Wir haben eine Stahlliste erstellt. Das hatten wir im letzten Video gemacht. Hier sehen wir es nochmal. Das war unsere Stahlliste. Und wir sehen hier, Revisionsnummer ist nichts eingetragen. Es gab also noch keinen Index. Wir wollen auf dem Plan eine Tabelle haben, in der die Indizes aufgelistet werden. Das ist hier noch nicht der Fall. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Wir klicken den Plankopf an, wir selektieren ihn und zwar Doppelklick. Dann kommen wir in den Familien. Editor. Oben über Ansicht finden wir die Änderungsliste und hier können wir einstellen, welche Felder wir in dieser Tabelle mit den Indizes sehen wollen. Also natürlich die Änderungsnummer, auch die Beschreibung, das Datum. Man könnte hier noch weitere Felder hinzufügen, zum Beispiel an wen wurde der Plan ausgegeben, also verschickt, beispielsweise an den Architekt, an den Bauherrn, an die Baustelle oder auch von wem wurde die Ausgabe erstellt, also zum Beispiel von mir. Ich belasse es einfach bei diesen Feldern und bestätige das. So sieht dann die Liste aus. Ich kann die hier schließen und finde sie unter Ansicht alle Bauteillisten an dieser Stelle und über einfach Drag und Drop ziehe ich jetzt diese Liste hier herüber. Hier gibt es diese kleinen blauen Pfeile, damit kann ich die Spaltenbreite ändern, beispielsweise so. Wenn ich damit zufrieden bin, dann kann ich hier sagen, in das Projekt laden, Plankopf speichern, jawohl, unter einem Namen. Und dann kommt hier noch diese Abfrage und ich bestätige bestehende Version und ihre Parameterwerte überschreiben. Ja, da sehen wir hier jetzt unsere Änderungsliste. Sie ist noch leer, wir haben noch keinen Index erstellt und das wollen wir nun machen. Ich habe vor, die Bügellänge hier von 40 auf 60 cm abzuändern. Das soll der Inhalt der Revision werden. Bevor wir den Index anlegen, möchte ich die Bewehrung, die sich auf dem Plan befindet, einfrieren. Das erfolgt hier oben über den Sophistic-Befehl frieren, damit ich nicht aus Versehen Bewehrung ändere. Wie gesagt, der Plan soll ja schon verschickt sein und so stelle ich sicher, dass ich nicht aus Versehen Bewehrung ändere. Wir müssen also einen Index zunächst mal anlegen. Das geht hier oben über Ansicht Änderungen. Wir erhalten das Fenster der Planausgabe Änderungen und das erste, was wir umstellen, ist die Nummerierung nach Plan. Hier können wir jetzt das so verstehen, dass die erste Zeile der Index 0 ist. Das heißt, hier hat noch gar keine Änderung stattgefunden. Wir können die Nummerierung umstellen von numerisch beispielsweise auf alphanumerisch. Hier können wir ein Datum eintragen und hier die Änderung. Wie gesagt, das hier ist jetzt unser Index 0. Hier gibt es die Möglichkeit, ein Häkchen zu setzen, dass die Ausgabe erfolgt ist, also der Plan verschickt wurde. Das mache ich auch an der Stelle. Und hier kann man eintragen, ja, an wen wurde der Plan ausgegeben und von wem wurde der Plan ausgegeben. Also ich setze hier ein Häkchen, das ist unser fertiger Index 0 und will jetzt hinzufügen unseren ersten Index.
Dazu ist es möglich, hier ein Datum einzugeben und die Änderung auch zu beschreiben. Ich sage Längenänderung der Position 1. Diese beiden Felder, wie gesagt, lasse ich leer, weil ich sie ja ohnehin nicht auf meinem Plankopf dargestellt habe. Ansonsten könnten Sie hier also beispielsweise eintragen, dass der Plan an den Architekt oder die Baustelle oder wen auch immer verschickt wurde und hier, dass Sie die Änderungen durchgeführt haben. Jetzt wird das bestätigt. Damit haben wir den Index angelegt und müssen nun die Wolke setzen. Also ich zoome mal hier hin, gehe auf Beschriften und finde dort die Änderungswolke. Werde ich jetzt hier platzieren, bestätigen. Wenn ich die Wolke auswähle, sehen wir auch im Eigenschaftenfenster nochmal die Information dazu. Es ist also Index A. Und wir sehen auch den Text und das Datum, was wir eingetragen haben. Wir können über Beschriften nach Kategorie beschriften, hier auch eine Beschriftung vornehmen, beispielsweise so. Wenn wir hier nur den Index und nicht die Beschreibung sehen wollen, könnten wir hier die Familie ändern auf nur Index. Also hätten wir hier jetzt die Wolke mit A gekennzeichnet und in dem Moment taucht jetzt auch hier in der Änderungsliste unser Index A auf mit der Änderungsbeschreibung und dem Änderungsdatum. Jetzt wollen wir die Änderung vornehmen. Dazu wähle ich die Position an und sehe jetzt hier im Eigenschaftenfenster, dass alles grau ist. Ich komme nicht an diese Länge hier heran. Das ist auch korrekt, weil ja diese Position wie alle anderen gefroren sind. Also lasse ich sie selektiert, gehe auf Bewähren oder Sophistic Bewährung und sage, diese Position 1 möchte ich entfrieren. Jetzt wird sie freigegeben. Ich wähle sie wieder aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier eine Änderung vorzunehmen. Ich ändere also die Länge von 40 auf 60 Millimeter, Zentimeter, Entschuldigung. Und in dem Moment taucht hier oben eine Warnung auf. Ich klicke da mal drauf. Und diese Warnung sagt uns genau, was wir gemacht haben. Sie haben ein Bewährungselement geändert, dessen Planindex bereits freigegeben wurde. Klar, das wollten wir machen. Und wir können jetzt diese Warnung bestätigen und müssen ja nun irgendwie mit der Warnung umgehen. Da oben, sie ist noch aktiv. Also wählen wir diese Position nochmal aus, gehen auf Sophistic Bewährung und hier über die Zuweisung haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, diese Position soll diesem Index Längenänderung Position 1 zugewiesen werden. Also bestätige ich das und jetzt sehen wir, ist die Warnung auch verschwunden. Wir haben jetzt also die Änderung durchgeführt. Der Index ist erstellt. Jetzt schauen wir hier nochmal hoch. In der Stahlliste hier oben hat sich das auch aktualisiert. Aber wir sehen hier noch nicht jetzt den Index. Das kann man natürlich auch noch hinzufügen. Und zwar gehen wir da nochmal in die Bewährungsliste. Die hatten wir hier in dem vorherigen Video uns angeschaut und fügen hier einfach noch ein Feld hinzu, also Felder bearbeiten. Und ich suche mal nach Revision, da kommt es auch schon. Sophistic Revision möchte ich hinzufügen.
bestätige das und dann taucht das hier auch auf. Wenn man jetzt möchte, dass hier nicht Sophistic Revision steht, dann kann man über die Formatierung auch das abändern, dass da zum Beispiel nur Revisions hier steht. So. Einmal geschlossen und jetzt sehen wir hier also sehr schön bei der geänderten Position 1 taucht hier jetzt auch der Index A auf. Schauen wir uns jetzt noch die Stahlliste an. Also wir wählen hier oben Stahllisten wieder aus, bekommen dieses Fenster und wollen jetzt eine neue Stahlliste nur für die aktuelle Revision A uns erzeugen lassen. Ich bestätige das. Nun kommt wieder Word und wir sehen, Revisionsnummer A ist hier und nur die Position 1 mit 60 cm Bügellänge taucht auf. Ja, und diese Stahlliste können wir nun wieder versenden. Gut, das ist die Vorgehensweise, wie die Sophistic-Applikation Revisionen in Revit behandelt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei.